Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Boxing mit unserem Sponsor Phantom Athletics. Ich muss gerade gucken, Alter, wer ist der Sponsor überhaupt? Natürlich ist es Phantom Athletics, was sonst? Ich habe mir 5 schöne Sachen ausgesucht und die zeige ich euch jetzt. Und darüber machen wir dann coole Videos. Und was für welche erzähle ich euch dann. Und wenn du neues Equipment oder neue Fighter brauchst, check unsere Partner kundpon.de und Phantom Athletics aus. Mit unserem Code KSTKST10 sparst du dort maximal. Der Sohnemann guckt zu, ich muss den beschäftigen, bis das Messer da ist. Oi, oi. Thanks a lot. Genug Faxen gemacht, wir machen jetzt das Paket auf. Ey, das ist wirklich immer der schönste Moment und ich lasse euch dann dran teilhaben jetzt. Boom. Boom. Oh, guck mal. Sheesh. Sheesh. Video Nummer 1. Wir werden nochmal ein Boxhandschuh-Review machen und das eher mehr in so einem Vlog verpacken. Und zwar in einem Gym-Vlog, wo gespart wird. Ich habe jetzt von Phantom Athletics in meinem Supply-Paket von letzten Monat, das war der Lux, hat gerade geklingelt, nicht wundern, habe ich bereits neue Boxhandschuhe bekommen zum Sparring, 16 Unzen. Einer meiner All-Time-Favorite-Fighter ist Max Holloway aus Hawaii und ich hab diese Handschuhe gebraucht. 16 Unzen, weil ich dachte, ja komm, ein paar Sparringshandschuhe ist geil, zwei Paar Sparringshandschuhe ist geiler. Und die werden wir dann auf jeden Fall in einem coolen Gym-Vlog dann mal austesten. Da gibt es dann so ein kleines Review, kurz und knackig dazu. Nicht so, wie wir es sonst machen, weil wir hatten schon mal ein Apex-Modell da und die sind alle sehr, sehr ähnlich. Die unterscheiden sich nur minimal. Aber das ist jetzt mein erstes Apex-Modell mit 16 Unzen. Ja, ich habe sonst 10 für Padwork, Backwork und das ist jetzt so ein paar zum Sparren. Aber die sind auf jeden Fall dick und die sind sexy. Ganz ehrlich, die sind sexy. Unabhängig davon, was für einen Geschmack man hat. Ich habe mir noch ein weiteres Shirt einpacken lassen, weil ey... Also erstens kann man nicht genug Trainingsshirts haben und ihr wisst, ich bin ein riesiger Mexiko-Fan. Auf jeden Fall, ey, guckt euch das mal an. Tag der Toten-Shirt mit dem Totenkopf, mit der Mexiko-Flagge, beziehungsweise mit den Farben der Mexiko-Flagge. Sexy. Sexy, sexy, sexy. Hier oben steht dann nochmal schön Phantom Athletics raus. Also ist wirklich immer meine erste Wahl, wenn es um Klamotten geht. Phantom Athletics, die machen geilen Shit. Lasst auf jeden Fall auch schon mal ein Like da und ein Abo nicht vergessen, damit ihr in Zukunft keiner solchen Videos verpasst. Ihr kennt das Spiel. Das nächste Video werden wir auch in einem Vlog verpacken, weil ich das ein bisschen zu wenig finde, da ein einzelnes Review drüber zu machen. Und zwar, ey, wir haben jetzt schon so viele Leute über die letzten Monate gesagt, ey Marc, du musst unbedingt die Boxbandagen von Phantom Athletics ausprobieren und jetzt habe ich sie. Ich habe die jetzt am Start. Die werden wir auch in einem Gym-Blog verpacken. Vielleicht sogar mit dem hier, wo wir die hier antesten werden. Und dann ziehe ich die dazu an. Oder vielleicht in einem anderen Gym-Blog. Wir gucken einfach mal. Ich bin da spontan. Aber endlich habe ich die Babys hier auch am Start. Sehr geil. Super wichtig. Um ein guter Kampfsportler zu werden, braucht man natürlich die Skills. Das heißt, man muss den Sport machen. Aber was auch wichtig ist, ist natürlich auch das Drumherum. Das Supplementieren von Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel. Und eines der am besten erforschten Supplements. Boah, Junge, war das schwierig. What's 9 plus 10? 21. You stupid. Egal, was für eine Sportart du betreibst, ob du Marathonläufer bist, ob du Kampfsportler bist, ob du Sprinter bist, ja, also jeder Sportler profitiert von Kreatin. Darüber kommt, by the way, auch ein einzelnes Video raus. Also wir werden das Thema Kreatin im Kampfsportbereich im Speziellen mal so ein bisschen beleuchten, damit ihr auch wisst, viele Leute nehmen, glaube ich, einfach Supplements, ohne zu wissen, was das eigentlich bringt. So von wegen, ey, der hat gesagt, der Bro aus dem Gym hat gesagt, ich soll es nehmen, dann nehme ich es. Das letzte Produkt ist etwas, worauf, also ich habe mich darauf eigentlich am meisten gefreut, um ehrlich zu sein, ne? Aber content-technisch ist das, den mein Sohn gerade gehört. Der denkt, ich komme mal zum Schluss jetzt hier, es langweilt mich. Ja, sorry, ich beeil mich. Der starrt mich einfach an. So, und zwar haben wir die Apex Boxhandschuhe. Die waren lange nicht verfügbar in 10 Unzen von Phantom Athletics. Und ihr seht schon, okay, die sehen nicht normal aus, da fehlt der Klett und der Klett fehlt, weil wir hier ein anderes System, Verschlusssystem haben. Und zwar haben wir hier Boxhandschuhe zum Schnüren. Ist etwas, das hatten wir hier auf dem Kanal noch gar nicht als Thema, Schnürboxhandschuhe. Und wir werden zum einen erstmal ein Review dazu machen. Wir werden ein Video machen, Klett versus Schnürung, Vor- und Nachteile. Und noch ein drittes hatte ich mir vorgenommen.
ein drittes Thema zum Boxhandschuh. Weiß ich gar nicht. Ich habe es ja auf jeden Fall aufgeschrieben, ne? Weil ich mache mir natürlich Gedanken. Sag, ey, schick mir die Produkte und dann weiß ich direkt, zu dem Produkt mache ich das Video und das. Aber dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal so ungefähr, was auf euch zukommt. Mega cool. Also, hoppala. Nochmal im gesamten Boxhandschuhe. Apex-Schnürung, Hawaii, mein Tag der Toten-Shirt à la Mexiko. Strong, Boxbandagen, Kreatin. Sehr, sehr geiles Paket. Vielen lieben Dank an meinen Sponsor, Phantom Athletics. Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, um diesen Kanal zu supporten und um in Zukunft keine solchen Videos zu verpassen. Ich habe auch Instagram. Dort baller ich in letzter Zeit auch regelmäßig Content. Checkt es aus. Sport-Content, Lifestyle-Content. Da freue ich mich auch immer sehr über ein Follow. Und genau, hier ist der Link. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug von mir habt, hier oben ein weiteres Video von mir. Und hier unten eine Playlist mit allen Unboxings, die wir bis dato gemacht haben, weil Unboxings einfach geil sind und Spaß machen. Leute, danke für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Peace.